Salü, liebe Leute, alten Milchherren, ich spiele weiter Minecraft Survival. Also ist jetzt eine Mikromüller hin, das kennt also ich mal machen. Und ja, also seit der letzten Kehr haben wir ein bisschen weiter gespielt und ich meine, wir sind beim Flughafen gekommen. Guck mal, was lo auch bei so erwacht. Gehen wir mal direkt an den Mabberen. Also. Ja, ich will in Hai, haut das den 26. Dezember, also den 10. Tag vor Christtag. Oh, merkt. Und es schenkt am Spannennetz fest. Was sind das Kadoen? Hä? Chest gesehen ist wie Kadoen. Wow, das wusste ich nicht, Leute. Boah, ich gesehen, dass es nicht gleich geht. Das ist nicht so gut. Mehr schwer das sei. Und der Rest ist dick komisch verstreht, ne? Wie geht das schon mal so? Voilà, für zu raumen. Gut Sache, gut Sache. Bon, das wäre nicht schlecht, wenn ich mich gegen Trick mache wahrscheinlich. Was tun ich von Eisen? E-Stick. Ich hoffe, ich schütte noch ein zweites Stück hier irgendwo. Ja, bon, das Gegend ist zombie-sicher. Ich habe noch all die Löcher so zugemäht, dass auch kein Mini-Zombie ging durchkommen. Ich lasse ich sagen, ja, weil sie sind schon da. Voilà, weil ich kann auch immer raus, sie sind da unter dem Gebäude. Also einfach verkackt. Ah ja, der Teil hilft doch, wenn ich mein Schwert gegen heulen. Wir sind da rundherum, ne? Ja, wir sind da rundherum. Bon. Ich meine, wir probieren mal zurückzugehen. Auch von den Nerds. Wir werden uns nicht Nerds einfach so aussperren. Das ist null. Wir können noch probieren, so von den Gebäuden der Nähe zu besichern. Guck noch, wie war meine Chance. Weil hier sind wir ziemlich sicher am Anfang. Der Flughafen hat einen Flottplatz. Hier spawnt gerade kein. Ich meine, wir probieren ein paar. Das ist nice und da geht dann die Stadt daran. Die Stadt ist gefährlich wie Zau. Okay, den ist gerade durch die Mauer aufgefallen. Hm. Okay, da wissen wir, dass du mal schon ein Spawn hast. Boah, ne. Andere Idee, wir gehen aber zurück. Also, ich gehe durch den Flughafen Lange und den Nullanschen Lichtturm. Das ist der sicherste Weg, den ich kann. Durch den Dschungel will ich nicht gerade. Ich weiß nicht, wie viele Spawners da rundherum hängen. Okay, wie sind ich hier rauskommen? Wie sind ich hier rauskommen? Ich meine den da drauf, hm? Allez, komm. Boah, ich gehe aber durch den Busch. Weil er dort noch sitzt. Die Insel lässt mich klang wie, wie erwarten. Aber das ist auch gut, also das... Okay, du hast definitiv gespawnt. Oh mein Gott, wieder der Cope gesehen. Du hast auch gerade gespawnt, wir wollen nicht schwer. Ey, das ist nicht schlimm, wir sind nur kommen. Wow! Mein Truhe, in alle Gö kriegt der Stimmung. Okay, den können wir mal dran setzen. Alles hat ein bisschen wie nur selten Zutaten auszusetzen, ich schreit dran. Kann ich das heute noch rein, das tun. Ich weiß nicht, ob man so vielleicht ein Bereich dafür Quest für Hallenstein und Lever. Potion of Healing. Schöne Notebuch fand, ja. Nummer 15. Die sind ja gut geräumt. Aber egal. Für das Leben ist so schön geräumt. So, Not Nummer 2. Passender Juning steckt pro Reihe. Also, hier wäre dann Ning. 10. Und dann Wurschtzen. Die Wurschtzen könnt ihr erinnern. Dann 19, 20, 21. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Wir brauchen nur noch ein 2 Truf, wie wirklich 30, können wir schön proper zu raumen. Wie das möchte mal so.
Okay, das ist gut zu wissen, dass wir einmal sicher sind. Zombies probieren wir nicht weit. Also, was sieht der Gart? Boah, das wies aber wirklich schlüssig sein. Ja. Hatte man nicht Großquantitäten UWs fand. Doch. Voilà. Der Meinung war ich auf jeden Fall. Gut zu gesehen, dass das stimmt. Rüstungsweise könnte man schon den Helm matuellen. Ist nochmal besser wie nicht. Okay. Dann, ich habe Plummen. Zwei Stück. Das heißt, wir können nice Pfeiler machen. Ich will zwei Flints. Den dort, der guckt gerne Salut. Er ist privat, Terrain. Du darfst seine Draht losen. Bon, also. Machen wir jetzt Pfeiler noch. So ist gesehen, ich nicht, wie wir Plummen können benutzen. Das ist definitiv die beste Benutzung davon. Also, Bischer, Humor, Marum, schön gesammelt. Vielleicht können wir von ein ja, ein Enchantment Table machen oder selbst, das wäre flott. Den Anvil ist wichtig. Der lehnt einfach irgendwo hin. Auch wenn ein halber Footy ist, können wir wenigstens ein paar Sachen zusammen flicken. Zum Beispiel, ich gucke, ob wir dabei nicht mehr draus ziehen können, wenn ich auf Platz Night Schwert einfach mein Schwert flicken. Naja, ne. Ne, ne, ne. Ich kann mal Funkel neu machen für den Preis. Das ist nicht der Wert. Das wäre cool, wenn ihr mal da eine Sache flicken könnt. Mehr an dem Fall manchmal aber schon direkt ein neues Schwert fällen. Schwert ist nach dem Tool Nummer 1, wo wir brauchen. Das steht fest. Und dann, mein Pickaxe ist auch ein Punkt bei der Karte zu gehen. Das will man nicht gesehen kommen. Also drei Stück. Du hast nach E-Stick. Machen wir jetzt pure neue Sticks. Ja, ich meine, das komisch steht mal nicht. Also, da können wir da zurückraumen. Tak, tak. Woll. Raumen ich auch mal zurück. Slabs und so braucht man nicht wirklich. Schrauben wir mal herum. Voilà. Und dann Strings. Adi. Ich hätte gerne ein paar mehr Maroden am Fall, wo ich euch in den treffe, genauso wie Gold Nuggets. Da habe ich doch gerne ein paar mehr. Kann er mal mehr kommen, dann du noch verlangen. Das wäre blöd. Na ja, setzen eh mehr. Mit deinen Boots. Mit am Anfang sau gut Box. Und gut schon. Wie für den Moment noch nicht. Wir werden also die Chain Boots da sicher ausnutzen. Kein Dusch nicht. Im Moment. Wie geht das für den Dusch hin? Den Effekt von den Chain Boots auf meinen Diamonds River zu machen, das wäre super. Nee. Geht leider nicht. Boah, das war Versuch wert. Wo sind Boots? Hallo. Gut Sache. Also, nächste Kehr. Komm, wir checken erstmal die Karten. Okay, merci. Voilà. Wie du siehst, die Karte. Krämer war löser, durchbesicht. Ging mich schon interessieren, die Villa-Gebiet Molenka durchzumachen, weil von Mille war easy peasy. Die Stadt ist heftig, ja, wirklich schwer. Die Stadt geht mir schwer. Ich gesehen, dass wir da noch einen Heliport holen. Ja, und dann Tab Stadt geht der Kampf, ne? Weil wir haben plus noch die Häuser, die bei der Statue stehen. Da ist man noch nicht Stadt. Und da war es schon schwer. Und dann haben wir noch ein paar Gebiete, wo noch nicht wirklich besicht gesehen. Es wäre interessant, hier zu gehen. Nächste Kehr. Mal gucken, dass wir da mal spawnen alle Seiten. Wir fangen innen am echten Gebäude an, weil wir sind direkt zu der Birge raufgeklommen. Und dann das Hauptgebäude rangegangen. Wir probieren Schritt für Schritt. Vielleicht werde ich mal eine Klangbasis eben kurz hier drüber bauen.
Das gucken wir, ja, ich meine, wir sammeln Material, sodass wir eine zweite Basis können setzen, weil immer zurücklaufen bis hier hin ist nicht so flott. Und wenn nicht schlecht vom High kommt, dann heißt das ein Waypoint. Ich nenne das Beach Base. Ich gesehen, dass den Mod gerne tut, seit der letzte Kerl, wo wir ihn benutzt haben. Ne? Ja, weil wir hatten ja doch ein Minecraft Adventure. Mit wegen mir alle Version natürlich, das heißt, dass die angepasste Version für 1.9.4. Und das ist cool, super Erinnerung zu sehen, weil da haben wir dann ein Beacon, der rausguckt. Für eine Basis. Na ja, Leute, ich hoffe, der Tote war ein bisschen den Rucksack organisieren und so weiter. Vier Berede für den nächsten Kehr. Ja, das gehört doch dazu. Heinz, du hast es durch das Menü ja craften. Was will der, das Minecraft? Moja Leute, wenn ihr wollt wissen, was die letzte Kehr geschieht ist, dann invitieren wir euch auf die Playlist hier um Schirm zu klicken. Da könnt ihr dann die komplette Minecraft zu weilen noch gucken. Und sonst, ob ihr klingen gesehen vom Alpenmilch klicken, da könnt ihr subscriben. Das war es für heute. Ich invitiere euch nichts ganz zu schalten. Ciao.